Wir haben Einkaufen gespielt. Das Schlimmste bei den Mädchen ist, dass sie nicht richtig spielen können. Immer müssen sie gleich weinen und dann gibt es Theater. Bei uns im Hotel sind drei. Die drei Mädchen bei uns im Hotel heißen Isabella, Marianne und Gisela. Gisela, das ist die Schwester von meinem Freund Fabian. Die hauen sich immer. Fabian hat mir erklärt, dass es sehr lästig ist, wenn man ein Mädchen als Schwester hat. Und wenn das so weitergeht, dann läuft er weg von zu Hause. Wenn das Wetter schön ist und wir sind am Strand, dann stören uns die Mädchen nicht. Sie spielen ihre blöden Spiele, backen eine Menge Kuchen aus Sand und erzählen sich Geschichten, malen sich die Fingernägel rot mit Buntstiften. Wir, meine Freunde und ich, wir machen unheimlich tolle Sachen. Wettrennen, Springen, Fußball, und dann schwimmen wir wieder. Oder wir schlagen uns. Prima Sachen, wirklich. Aber wenn das Wetter nicht so schön ist, das ist was anderes. Nämlich, dann müssen wir zusammen im Hotel bleiben. Und gestern ist es gar nicht schön gewesen draußen, sondern es hat den ganzen Tag geregnet. Und nach dem Essen, es gab Ravioli, viel besser als Ragout, sind unsere Papas und Mamas hinausgegangen zur Mittagsruhe. Wir waren im Salon und haben Karten gespielt. Alle Freunde aus dem Hotel. Fred, Fruchthäuser, Kappe, Friedhelm, Fabian und Bremer. Wir sind ganz leise gewesen. Wir haben auch keinen Quatsch gemacht, nämlich wenn es regnet, dann verstehen unsere Papas und Mamas keinen Spaß. Und das ist in den Ferien schon sehr oft passiert. Und auf einmal sind die drei Mädchen in den Salon gekommen. Wir wollen mit euch spielen, hat Gisela gesagt. Lass uns in Ruhe. Oder ich hau dir eins rein, Gisela Trisela, hat Fabian gesagt. Das hat der Gisela gar nicht gefallen. Wenn wir nicht mit euch spielen dürfen, weißt du, was ich dann tu? Fafa, hat Gisela gesagt. Einfach. Ich geh rauf und erzähle es Papa und Mama und dann wirst du bestraft. Deine Freunde werden auch bestraft und kriegen keinen Nachtisch. Schön, hat Klabe gesagt. Der Spinner, ihr könnt mit uns spielen. Wer hat dich denn gefragt, hat Fabian gesagt. Da hat Kappe angefangen zu heulen und er hat gesagt, er hat keine Lust, bestraft zu werden und es ist ganz ungerecht und wenn er keinen Nachtisch bekommt, dann bringt er sich um. Wir haben ziemlich dumm dagesessen und haben gedacht, der Kappe weckt mit dem Lärm am Ende noch unsere Papas und Mamas auf. Also, was spielen wir, hat Marianne gefragt. Das ist die Dicke, die mich immer an Otto erinnert. Otto, das ist mein Freund aus der Schule, der dauernd isst. Wir spielen Einkaufen, hat Isabella gesagt. Du hast wohl eine Meise, hat Fabian gesagt. Na gut, Fafa, hat Gisela gesagt. Ich geh jetzt und mach Papa wach. Und du weißt, wie Papa ist, wenn man ihn weckt. Da hat Kabel wieder angefangen zu heulen. Er hat gesagt, er will schon Einkaufen spielen. Fred hat gesagt, er spielt nicht Einkaufen. Lieber geht er rauf, Fabians Papa aufwecken. Aber Fruchthäuser hat gesagt, er glaubt, heute Abend gibt es zum Nachtisch Schokoladeneis. Und da haben wir alle gesagt, gut, einverstanden. Gisela hat sich hinter den Tisch gestellt. Und auf den Tisch hat sie die Karten gelegt. Und die Leuchte hat sie hingestellt. Und sie hat gesagt, sie ist die Verkäuferin und der Tisch soll die Theke sein. Und was auf dem Tisch ist, das sind die Sachen, die sie zu verkaufen hat. Und wir müssen kommen und die Sachen kaufen. Genau, hat Marianne gesagt. Und ich bin eine sehr schöne, reiche Dame und habe ein Auto und einen Haufen Pelze. Genau, hat Isabella gesagt. Und ich bin eine andere Dame, noch reicher und noch schöner. Ich habe ein Auto mit roten Polstern, wie mein Onkel Hans-Peter, und die Schuhe mit hohen Absätzen. Genau, hat Gisela gesagt. Und Bremer, der muss der Mann von Marianne sein. Ich will aber nicht, hat Bremer gesagt. Und warum willst du nicht, hat Marianne gefragt. Du bist ihm zu dick, deshalb, hat Isabella gesagt. Er will lieber mein Mann sein. Das ist nicht wahr, hat Marianne gesagt, und sie hat Bremer eine Ohrfeige gegeben, und Kappe hat angefangen zu heulen. Damit Kappe still war, hat Bremer gesagt, schön, er ist eben der Mann, egal von wem. Gut, hat Gisela gesagt, jetzt können wir anfangen. Du, Nick, du bist mein erster Kunde, aber du musst ganz arm sein, und du hast kein Geld, um dir was zu essen zu kaufen. Und ich bin ganz
freundlich und gebe dir die ganzen Sachen umsonst. Ich tue nicht mehr mit, hat Marianne gesagt, weil die Isabella so hässlich zu mir ist. Spreche ich nie mehr mit euch. Pö, wie das Fräulein sich anstellt, hat Isabella gesagt. Meinst du, ich weiß nicht, was du zu Gisela über mich gesagt hast, als ich nicht dabei war? Ah, du Lügnerin, hat Marianne geschrien. Hast du verstanden, was du mir von Gisela erzählt hast? Was hast du Marianne erzählt, Isabella? Hat Gisela gefragt. Nix. Ich habe Marianne überhaupt nichts von dir erzählt. Das habe ich erzählt, hat Gisela gesagt. Unverschämt, hat Marianne geschrien. Du hast es mir gesagt, vor dem Schaufenster, mit dem schwarzen Badeanzug und den kleinen rosa Blumen drauf, der mir so gut stehen würde. Da hast du mir gesagt, weißt du noch? Das ist nicht wahr, hat Isabella geschrien. Aber Gisela hat mir alles erzählt, was du ihr am Strand von mir erzählt hast. Hä, Mädchen, hat Fabian gerufen, spielen wir jetzt endlich ja oder nein? Da hat Marianne zu Fabian gesagt, er soll sich nicht in Sachen einmischen, die ihm nichts angehen, und sie hat ihn gekratzt. Lass meinen Bruder in Ruhe, hat Gisela gerufen, und sie hat Marianne an den Zöpfen gezogen, und Marianne hat angefangen zu schreien, und sie hat Gisela eins reingehauen, und Fabian hat gelacht, aber Kabe, der hat schon wieder geheult, und die Mädchen haben einen Riesenkrach gemacht, und unsere Papas und Mamas sind runtergekommen in den Salon und haben gefragt, was denn jetzt schon wieder los ist. Die Jungen, hat Isabella gesagt, die lassen uns überhaupt nicht in Ruhe einkaufen spielen. Und da haben die Erwachsenen gesagt, zur Strafe kriegen wir keinen Nachtisch. Fruchthäuser, der hat recht gehabt. Am Abend hat es Schokoladeneis gegeben. Ausgerechnet. Wir sind wieder zu Hause. Eigentlich bin ich ganz froh, dass wir wieder zu Hause sind. Nur meine Freunde aus den Ferien sind nicht hier. Und meine Freunde von hier sind noch in den Ferien. Und ich bin ganz allein. Das ist ganz ungerecht. Und ich habe angefangen zu weinen. Nein. Aber nicht schon wieder, hat Papa gesagt. Ich muss morgen wieder arbeiten. Ich muss meine Ruhe haben. Du machst mich verrückt mit deinem Geheul. Aber, hat Mama zu Papa gesagt. Hab doch ein wenig Geduld mit den Kleinen. Du weißt, wie Kinder sind, wenn sie aus den Fjallen kommen. Mama hat mir einen Kuss gegeben, aber dann hat sie sich das Gesicht abgewischt und hat mir die Nase geputzt und hat gesagt, ich soll vernünftig sein und schön spielen. Ich habe zu Mama gesagt, ich möchte ja, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Du kannst doch mal eine Bohne wachsen lassen, hat Mama gesagt, und sie hat mir erklärt, dass es wunderschön ist. Man nimmt einfach eine Bohne, legt sie auf ein Stück feuchte Watte und dann kommt ein kleiner Keim heraus. Danach die Blätter und zuletzt wächst die Pflanze und wird eine richtige Bohnenstaude. Und es ist sehr hübsch. Und Papa wird es mir zeigen. Und dann ist Mama raufgegangen, mein Zimmer aufzuräumen. Papa lag im Wohnzimmer auf dem Sofa und er hat ganz laut geseufzt. Und er hat gesagt, ich soll etwas von der Watte aus dem Badezimmer holen. Ich bin ins Badezimmer gegangen und ich habe gar nicht viel heruntergeschmissen. Ein bisschen Puder auf den Boden ist ganz leicht wieder weggegangen und einfach mit ein bisschen Wasser. Ich bin wieder ins Wohnzimmer und habe zu Papa gesagt, hier ist der Watte, Papa. Es heißt die Watte, Nick, hat Papa mir erklärt. Papa weiß eine Menge Sachen. In meinem Alter war er der Erste in der Klasse und ein Beispiel für seine Mitschüler. Gut, Nick, hat Papa gesagt. Jetzt geh in die Küche und hol eine Bohne. In der Küche habe ich aber keine Bohnen gefunden. Auch keinen Kuchen, nämlich Mama hat alles leer gemacht, bis auf den Weichkäse im Schrank, den sie vergessen hatte. Und deshalb müssen wir das Küchenfenster offen lassen. Im Wohnzimmer habe ich zu Papa gesagt, ich habe keine Bohne gefunden, und Papa hat gesagt, schade. Er hat weiter in seiner Zeitung gelesen und ich habe geweint. Ich habe gerufen, ich will aber meine Bohne wachsen sehen. Ich will aber eine Bohne wachsen lassen. Nick, hat Papa gesagt, du kriegst gleich eins hinten drauf.
Also, das ist wirklich unheimlich ungerecht. Erst soll ich eine Bohne wachsen lassen und dann ist keine Bohne da. Und dafür soll ich bestraft werden. Da habe ich wirklich angefangen zu weinen und Und Mama ist gekommen. Und als ich erklärt habe, hat sie gesagt, geh zum Lebensmittelgeschäft an der Ecke, sie sollen dir eine Bohne geben. Richtig, hat Papa gesagt, und lass dir Zeit. Ich bin zu Herrn Champon gegangen. Das ist der Lebensmittelhändler an der Ecke. Und er ist unheimlich nett. Nämlich, er gibt mir manchmal einen Bonbon. Aber diesmal hat er mir nichts gegeben. Der Laden war geschlossen und an der Tür hing ein Zettel. Und da stand drauf, es ist geschlossen, wegen der Betriebsferien. Ich bin wieder zurückgerannt nach Hause und Papa hat immer noch auf dem Sofa gesessen. Aber gelesen hat er nicht mehr, sondern er hat die Zeitung über das Gesicht gelegt. Champagne hat geschlossen, habe ich gerufen. Und ich habe immer noch keine Bohne. Papa, der hat sich mit einem Ruck aufgesetzt. Wie? Was? Was ist los? Hat er gefragt. Und da habe ich ihm alles noch einmal erklären müssen. Papa ist sich mit der Hand übers Gesicht gefahren und er hat sehr gestöhnt und dann hat er gesagt, er kann auch nichts daran machen. Und was soll ich jetzt wachsen lassen? Ich habe ihn das gefragt. Was wächst denn noch auf die Watte? Es heißt auf der Watte, nicht auf die Watte, hat Papa gesagt. Aber du hast doch gesagt, es heißt die Watte, habe ich geantwortet. Nick, hat Papa geschrien, Schluss damit. Geh auf dein Zimmer und spiel was. Ich bin raufgegangen in mein Zimmer und ich habe geweint. Und da habe ich meine Mama getroffen. Die war gerade beim Aufräumen. Nein, Nick, komm nicht rein, hat Mama gesagt. Geh runter und spiel im Wohnzimmer. Warum lässt du keine Bohne wachsen, wie ich dir gesagt habe? Unten im Wohnzimmer habe ich Papa schnell erklärt, bevor er angefangen hat zu schreien, dass Mama gesagt hat, ich soll runtergehen. Und ich habe gesagt, wenn sie mich weinen hört, ärgert sie sich bestimmt. Na gut, hat Papa gesagt. Aber sei brav. Und wo soll ich die Bohne herkriegen, die ich wachsen lassen soll, habe ich gefragt. Es heißt nicht die Bohne, es heißt, Papa hat angefangen. Aber dann hat er mich angeschaut, hat sich am Kopf gekratzt und hat gesagt, geh in die Küche und hol dir Linsen. Das geht genauso gut. Tatsächlich, Linsen sind in der Küche gewesen. Ich war schon unheimlich froh. Papa ist aufgestanden und hat mir gezeigt, wie man Watte feucht macht und wie man die Linsen daran auflegt. So, und jetzt legst du das Ganze auf einen Untertasse, hat Papa gesagt. Stellst es auf die Fensterbank und dann kommen schon bald die Keime und Blätter. Und er hat sich wieder auf das Sofa gelegt. Ich habe alles so gemacht, wie Papa gesagt hat, und dann habe ich gewartet. Ich habe keine Keime aus der Linse rauskommen gesehen. Ich habe mir überlegt, worum es nicht geht. Ich habe es nicht rausgekriegt und bin zu Papa gegangen. Was ist denn jetzt schon wieder? Hat Papa geschrien. Da kommen gar keine Keime aus der Linse, habe ich gerufen. Willst du wirklich, dass ich dir eins draufhaue? Hat Papa gerufen. Und ich habe gesagt, ich gehe weg von zu Hause und ich bin sehr unglücklich und ich komme nie wieder. Das wird euch noch leid tun. Und die Sache mit den Linsen war ein ganz gemeiner Trick und da hat Mama ganz schnell das Wohnzimmer aufgesucht. Kannst du denn nicht ein bisschen geduldig mit den Kleinen sein? Hat sie Papa gefragt. Ich muss das Haus aufräumen und ich habe nicht die Zeit, mich mit ihm zu beschäftigen. Und mir meinerseits scheint, hat Papa geantwortet, dass ein Mann auch mal etwas Ruhe beanspruchen kann. Meine arme Mutter hat schon recht, hat Mama gesagt. Lass doch deine Mutter aus dem Spiel. Die hat mit dieser Geschichte wahrhaftig nicht im Mindesten was zu tun, hat Papa geschrien. So ist's recht, hat Mama gesagt. Beleidige nur meine arme Mutter. Ich hätte deine Mutter beleidigt, hat Papa geschrien, und Mama hat angefangen zu weinen, und Papa ist im Wohnzimmer auf und ab gegangen und hat geschrien, und ich habe gesagt, was ihr nicht macht,
dass die Linsen sofort wachsen, dann bringe ich mich um. Und da hat Mama mir eins draufgegeben. Wirklich, wenn die Eltern aus dem Fernen zurückkommen, sind sie unerträglich.